Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Da sitzt Benny, der spielt heute, oder wir beide zusammen spielen heute, Vinificium! Die Demo. Und nun starten wir das neue Spiel. Okay, auf geht's. Yay! Kanal der beknackten Anmods hier. In White Grove Village, the dark of the night is feared, while the lightning is too schnell. There are, however, those who prefer the worship, the gifts of the nature. Right? Mann, Güte, Alter, ich kann gar nicht so schnell lesen. Was? Witches, Hexen. Warum? Dogma Followers? Was spielen wir hier schon wieder? They had to be erased and so the witch hunt began. Wir sind also zur Zeit der Hexenjagd. Burn the witch. Egal, those people are... Was? Witches? Cool, macht er gerade diese Zeichnung. Angry Mob Shouting. Legendäre Untertitelung. Angry Shouting. My family. And for what? Because we looked to the green ground instead of worshipping the blinding sun. And when they came for my grandfather, the only family I have left, I watched my sisters perish. And I listened to their screams. So, I answered the coven's call for revenge. We all die for what they did to us. You will burn under the god's eye. Okay, wir könnten Oma noch befreien. Gott! No, Grandma! Also sind wir jetzt Abigail oder... Wir sind Abigail, ja. Okay. Und werden wie so häufig zu dieser Zeit der Hexerei geschuldet. You, Walden. Walden ist anscheinend ja der Inquisitor. We were so close. Wer mehr ein bisschen von dieser Hexenthematik sehen will, haben wir schon mal ein schönes Let's Play mal gehabt. Plop! Little Hope, viel Spaß nach dem Video damit. Oh Gott. Hey. Was ist denn da? Was? To crouch. Okay, ja gut, das kriegen wir hin. Oh Gott. In die Baumilofe. So, was haben wir denn da schön? Ja, weiß ich nicht. Also, sieht ein bisschen aus wie bei The Forest, wenn ich ehrlich bin. The Forest, schön. Ja, also, ne? Ja, ja. Absolut. Was? Hold F to... Increments marked by the firefly. Okay, hier, das hier, oder was? What? Was hab ich gemacht? Oh, wir haben uns eingeweiht genommen. Ja, klar. Für ein Ritual, oder was? Und ja, so ein kleiner Hexenofen, der wird sich nicht von alleine befeuern lassen. Okay. Mal ein bisschen was. Ein paar Pflanzen genommen. Was ist denn das jetzt hier? Puh. Warum drücke ich eigentlich wild irgendwelche Knöpfe? Willkommen in meiner Welt, Benny. Welt des wilden Button-Mashings. So. Aber was habe ich denn jetzt mit Q aktiviert gerade? Unten links stand gerade Q. Ich habe da einfach raufgedrückt und dachte mir, okay, Q. Der Vater, Namen Benny, Namen Steve, hi Chat. Hey, schön, dass du da bist. Grüß dich. Oh, warte mal, rechts von uns? Ja, da, das hier hab ich... Oh, ein Widow's Book. Was soll ich denn jetzt machen? Also, warum soll ich denn jetzt... Wir werden gejagt und... Meine Fresse, okay. Was ist das? Spell Reception... Für die Zauber. Okay. Zauberrezepte. Ein Herz. Guck mal, die Eingeweide. Ja, die hatten wir schon, aber die sind weg. Hogweed, also... Hog... Was? Da steht wirklich Hogweed. Hm. Na, Unkraut? Ist das Unkraut oder ist das, was ist das? Kamille? Hey, Junge. Du bist da so gut in Englisch. Was heißt Hogweed? Ist das Hagebutte? Nee, Hagebutte sieht völlig anders aus. Kamille? Hagebutte ist doch... Gänsekraut oder irgend so ein Schmuh? Oder ist einfach nur Unkraut? Hogweed. When you have... Was? When you have... Scheiße, Alter. Ich lese immer nur die Hälfte. Na, halt doch hier drückt weiter.
Wer von euch hat heute früh gestreamt? Der Stevie. It's me. Bärenklau. Okay. Was passiert denn jetzt? Okay. Ein Kartenbereich betreten, ja? Ich frage auch nur Google. Ja, na, aber immerhin. Deswegen heißt du auch bei uns, unter uns, wir nennen dich immer Oracle. Du hast meistens auf alles eine Antwort. Oh nein, warum? Also, positiv im Zement, ja. Oh, da, guck mal, können wir da ein Auge nehmen? Weiß ich nicht. Können wir? Da, geh mal hin. Kannst du da irgendwie? Ich kann. Weil für ihn braucht man ein Auge. Ja, aber ich. Ach, oh ja, Gott. Ah, Gott! Das Oga. Okay, warte mal, wir sammeln erstmal hier alles. Was ist das, ein Herz? Oh. Okay. So, da ist noch ein bisschen Bärenklau. Ja, davon kriegen wir eine Menge. Wir können jetzt zwei Rezepte exakt machen, wa? Laut Buch. Immer Mirror Image und dann Shadow Steps. Fast Forward, a Disorienting, Lore, Love, Lure. Was heißt denn das letzte Wort? Erste Zeile auf der linken Seite. Oberste Zeile, letzte Wort. To escape tracking enemies. Ach, Lure. Das ist Lure, würde ich sagen. L-U-R-E. Lure. Lure. To ja, Lure. Was heißt Lure? Na egal. Okay. Shadow Steps. Mensch, was doch das andere auch noch vorlesen. Ach so. Ja, warte. Surround yourself in darkness. Allowing to slip past enemy. Okay, alles klar. Du hüllst dich in Schatten, um halt quasi deine Feinde zu umlaufen. Zu gehen. Okay. Also hier haben wir dann noch die Undercrowd. Das ist also so ein Hide-and-Seek-Ding hier, oder was? Na, bei Shadow Step würde ich fast sagen, irgendwie das, was wir irgendwas brauchen. Na, Shadow Step würde ja. Ja, okay. Wenn wir uns selbst in Dunkelheit umhüllen, um unsere Feinde zu umgehen. Okay, hier haben wir wieder. Ich drücke mal die falsche Taste. Oh! Lecko. Was? Okay, wir heilen uns selber? Heilt? Oh, cool. Nice. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Aber anscheinend muss ich hier vor Traps ein bisschen aufpassen. Also, das ist natürlich fies hier im Fahren. Das ist auch nicht, wa? Nee, nicht so. Nicht richtig. So, was haben wir da? Ein bisschen Rosmarin? Boah, nehmen wir mit. Zwop. Schön. Oh, guck mal. Mit Q könnten wir den einen und mit E könnten wir den anderen. Zauberspruch ja. Wirken. Sollten wir das aber erst machen, wenn wir gejagt werden? Ja, ja, absolut, ja, klar. Also, mit denen verstehe ich jetzt so irgendwie, also Q, wenn du das drückst, heißt es, okay, zeig mir den Weg, so ungefähr. Scheiße. Das ist nämlich das Problem, siehst du? Und jetzt hast du eh zum Bestätigen gedrückt, es ist ein Fluch, oder? Ein Kreuz. Ja. Das ist mir auch jedes Mal passiert in irgendwelchen anderen Games. Es ist halt einfach Kacke. Weil E ist halt für mich immer einsammeln und nicht irgendwie, ja, wir machen jetzt einen Zauber. E ist halt einsammeln. Ja. Wie, wo? Was ist das denn? Ah, guck mal hier, Quiet Place. Was war denn das da hinten gerade? Das sah aus wie. Fuck, was war das? Ja, genau. Was ist denn das? Das sah ja aus wie. Riesige Spinne. Hör doch mal auf. Mann. Ah, Point of No Return. No going back now. No going back now. Jetzt haben wir es alle mal gesagt. Chat, wollt ihr auch nochmal schreiben? Hallo, hallo, hallo. Also war die Atmo ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Einfach ja. Was? Ja, das ist reicht ich nun. Muss ich jetzt hier gleich irgendwo wegrennen? Bitte don't do this. Nein, schon wieder E gedrückt. Meine Güte, hör mal auf. Das ist einfach fies. Das hat ja auch der Entwickler auch mit... Oh, Vorsicht, Bärenfalle? Mit Absicht gemacht.
Damn it all to hell. Ja, Herz. Denke ich mir so, auch. So, übrigens, lieber Chat, Benny ist heute der Stream, das heißt, alle Sound Alerts funktionieren noch heute. Oh, sag das doch nicht. Der Vater ist doch jetzt da, Mensch, der zündet doch gleich wieder 5 Dinge oder so. Ich weiß es doch, ich kenne ihn doch. Ich habe erst 914 Coffees. Okay, super. Der Vater kann nichts zünden. Sehr gut. So, jetzt hier nochmal einsammeln. Hey. What the fuck? Hey, Junge! Ich dachte, jetzt kommt irgendein Mistviech aus dem Wald hier. Alter. Ja, vielen Dank, Herr Junge. Vielen Dank. Sheep Scream. Was ist denn das für ein Sound, Alter? Ey, ich dachte, es kommt irgendein Kannibale. Aus dem Wald. Irgendwie, also. Nee. Ah, oh, Benny und ich würden uns über Spende freuen? Was? Benny und ich würden uns über Spenden freuen. Wer hat das geschrieben? Wieso schreibt der Vater das jetzt? Was? Ach, Coffees. Okay, er meint Coffeespenden. Okay, ich dachte mir gerade so, was ist jetzt los? Vater? Benny und ich würden uns über. Ja, das. Nee. Wenn du so vorlesen so. Benny und ich würden uns über Spenden freuen. Sound. What? Da! Okay. Sneaky? You don't see me. I'm not there. Nimm mir nur das Herz mit. Tschüss. Hast du das gesehen, das Krabbelfisch ja, da vorne? Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass der Zauber nicht so lange hält. Ja, ist ja easy peasy. Guck mal, das ist schon lange weg hier. Ist ja gar nicht mehr da. Glaube ich, oder? Guck mal, der ist da hinten. Guck mal, der ist ein bisschen weiter weg. So, das ist wieder eine Falle. Kann ich die eigentlich irgendwie auch... Oh, okay. I don't know. Ich laufe jetzt einfach irgendwo lang. Ging das? War das richtig? Ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht... Was ist denn? Warum nicht? Ich kann... Warum? Hör auf! Wie? Ach so. Na, ist wenigstens ein fairer Check. Sie sagt, okay, kein Geräusch machen. Also, make no sound. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich nicht rennen. Ich weiß jetzt nicht, ob die blind sind. Oder also, ob sie uns sehen können tatsächlich. Und ob die jetzt nur auf Geräusche reagieren. Und vor allen Dingen sollte man nicht halt sich... Ja, aber habe ich hier irgendwie eine Ausdauerleiste, dass ich das sehen und steuern könnte irgendwie? Genau, erstmal zu Atem kommen. Der Puls beruhigt sich. Deine Gedanken ordnen sich. Alles wird ganz, ganz leer und einfach im Kopf. Lasse die Gedanken einfach schweifen. Nee, ist klar. Und aus. Not one. She can't see me. Mehr mit dem Sound. Okay, sie sind anscheinend blind. Das wirkt hier so ein bisschen wie Quiet Place, ne? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Where do you go? Okay. Muss ich denn einfach jetzt durch den Wald... Also unsere To-Do ist jetzt durch diesen... Wald? Wir müssen irgendwo hinkommen. Ja, aber... Bin ich der Meinung. Du kannst... Achso, na, wir können ja den anderen Zauber jetzt nicht droppen. Diese Mirror Image. Weil ansonsten würden wir wahrscheinlich halt sehen, wo wir hin müssen. Durch die Fußspuren. Okay. Ansonsten schau mal so ein bisschen nach links oder rechts irgendwie. Irgendwo muss ja irgendwo eine Lichtung oder irgendwas sein. Also kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Open-World-Prinzip ist. Das wird wahrscheinlich eher ein Schlauch sein. Oder irgendwas. Also okay. Aber hier ist nichts, ne? Also ich bin ja safe. Die sind ja blind, hat's ja gesagt, ne? Also die sind ja nur nicht taub. Ja, die Frage ist, ob sie halt eine klare Marschroute haben irgendwie. Diese lang patrouillieren irgendwie. Und wenn du natürlich genau da drauf bist.
Quiet Place waren zwei gute Filme. Absolut, Vater, absolut. Ich sehe dich, dass du da hinten bist, aber... Alles cool? Okay. Okay. Was habe ich denn eigentlich alles? Ich würde gerne unsichtbar sein. Achso, wie brauche ich denn das Auto? Wir haben noch einfach so gar nichts, Alter. Wir haben so gar nichts, Benny. Okay, warte. Wie? Ich krieg das auch ohne. Ja, kann er machen. Never hast du mich gehört. Ich bin hinter dem Baum, hab mich nicht ein Millimeter bewegt. Vielleicht reagiert auch noch nicht auf dich gerade. Hey, jetzt habe ich mich bewegt. Wo ist er? Also wenn ich Entwickler wäre, würde ich tatsächlich auch dieses Vieh, was eigentlich auf nur Geräusche reagiert, irgendwie würde ich auf dich zurennen lassen. Damit er quasi, oder damit man selber dadurch eine Reaktion erzwingt. Indem du den wegrennst plötzlich. Einfach nur kurz vor dir stoppen, so irgendwie. What? Komm! So, und das ist ja Shadow Steps. Das ist ja da, wo wir hin müssen, richtig? Nee, Mirror Image ist da, wo wir hin müssen. Shadow Steps ist quasi halt... Alles wird dunkel um dich herum, irgendwie. Du gehst in den Schatten. Ah. Bis zum Shadow Walker, quasi. Um was geht's? Also wir sind eine Hexe und wollen Rache. Und sammeln die ganze Zeit irgendwelche Sachen ein, so irgendwie Därme von Tieren, Herzen, Augen, also der ganze uneklige Schladatsch irgendwie. Und wir wollen scheinbar unsere Großmutter rächen, irgendwie. Vor dem Großinquisitor Walden, der uns vielleicht entweder verfolgt oder wir verfolgen ihn. Irgendwie so, in dem Dreh. Ist eine Demo, man weiß ja nicht so richtig. Also Stevie, ganz kurz gefragt nochmal für mich, welche Taste muss ich spammen? E oder Q? E. E, okay. Also tatsächlich wäre Q aber auch nicht schlecht, damit du erstmal siehst, wo du hin musst. Also mehrere, kann das sein? Ja, deswegen. Chat braucht 1000 Copies, um Benny zu erschrecken. Die Viecher sind ja auch gar nicht mal so langsam. Normalerweise. Gibt's hier einen Safe Point? Ist hier safe my ass? Entschuldigung, meine Wortwahl ist wieder. Walden's Camp. Walden's Camp. Great. Okay. Nur ein paar Eingeweide, wunderbar. Noch ein Herzchen. Hier können wir uns dann erstmal wieder aufmöppeln. Ah, schön. Zwei Augen, wunderbar. Großartig. Noch ein Herz, na bitte. Was ist das? So what? So three keys to... What? We reach that... Okay. Okay, drei Schlüssel für eine Barrikade. Aber das ist doch jetzt hier, also... Ich hoffe mal, dass das jetzt hier so ein Safe Point ist. Ja, bestimmt, oder? So, ich habe jetzt von allen... Also ich kann beides wieder zünden. Okay, cool. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ach du... Kann ich die irgendwie... umgehen? Ich denke tatsächlich, du musst sie sogar umgehen. Was ist denn da ein Brunnen? Ja, da ist halt das Viech. Aber da ist auch irgendeine... Du bist jetzt nicht geil auf mich, ne? Du bist jetzt nicht... Wo bist du? Nein, du bist hinten. Okay. Also ich würde jetzt einmal versuchen, außen rum zu laufen. In der Hoffnung, dass... Ihmchen mich jetzt hier auch in Ruhe lässt.
sieht aber nicht danach aus. Falsche Taste. Ne, ich habe beide Tasten gedrückt, weil ich wissen wollte, wo ich lang muss, aber ich sehe leider keine Steps. Ich hoffe, ich muss zum Brunnen. Schlüssel. Und ich hoffe, damit ich resette ich irgendwas. Ich habe keine. Ich hoffe es nur. Ich weiß es nicht. Drei Krähen. Ich habe jetzt einfach nochmal gezündet, weil hinter mir war irgendwie problematisch. Ey, sag mir nicht, ich muss wieder zurück. Und bin gerade komplett in die falsche Richtung gelaufen. Oder muss ich über den Fluss? Bestimmt. Oh, ich bin ein bisschen angespannt. Aber nur dezent. Wenn nur zwei deutsche Kinder siehst, sofort essen. Wie so Brotkuchen verstreuen. So. Du musst sofort. Sofort. Du musst sofort hinterher sein. Oh nein. Sind wir hier. Safe? Oh, bitte lass jetzt hier nicht noch irgendwie so aus dem Wald. Einfach. Hör doch auf. Hey. Oh. Was ist denn? Also, ja, ist ein Friedhof, okay, aber. Nee. Ist. Also. Weiß ich nicht. Mal, irgendwo wird ein Schlüssel sein wahrscheinlich. Weil wir brauchen drei Schlüssel. Sieht ja ziemlich nice aus, das Spiel. Ja, ist doch gut. Ich finde auch die Atmosphäre, ist halt mega cool gemacht. Oh, da. Oh Gott. Noch ein Schlüssel. Gibt's hier noch was? Ja, hier gibt's noch. Hier gibt's noch mehr. Yay! Gute Staff. Ein paar Augen, ein paar Herzen. Oh, neuer Butchkurve. Hey. Kommen jetzt hier nicht ran, oder? Wahrscheinlich zur kleinen Seite, hoffentlich die Tür. Retreat. Weg. Muss so. Ich denn eigentlich, nachdem ich alle drei Schlüssel habe, muss ich denn wieder da hinten wieder zurück? Ne, unten eine Barrikade müssen wir öffnen. Hast du eine Barrikade gesehen? Bis jetzt noch nicht. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz hier in mein Safe House. Okay. Ich hab von. Okay, ich kann alles einmal durchziehen. Okay, cool. Ich wette mit dir, ich muss da hinten hin, wo das Viech ist. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Okay, wait a second. Machen wir uns mal. Wir zünden einfach mal beides. Da hinten muss ich hin. Aber ich glaube, ich schaff's nicht. Kann ich den hier gleich nochmal zünden? Nein, kann ich nicht. Kann ich den nicht nochmal zünden? Nein. Schade. Ich dachte, wir könnten ihn austricksen. Aber. Ist das dein Ernst? Okay, wait. Können wir? Das wäre jetzt natürlich geil. Können wir ihn ausspielen? Weil er war ja gerade noch da hinten. Ja, also hinter mir. Können wir zuerst den Schlüssel da einsammeln? Oder ist da noch ein zweiter Freund, der auf uns wartet und sagt, hallo, ich warte nur auf dich. Naja, würde natürlich immer die Frage sein, laufen die nach einem bestimmten Muster oder laufen die halt random? Hä? Und da war wahrscheinlich auch die Barrikade gerade. Ja, aber... Ich habe gerade was gehört, als ob der hier direkt neben mir wäre. Dabei ist hier niemand. What the f- Warum bin ich jetzt auf einmal hier drinne? Oh. Hä, wo ist er denn? No. Ich sehe ihn ja noch nicht mal. Okay. Also das wird die Barrikade sein.
Teil. Jetzt bloß noch zum Hexenhaus. Also zum Friedhof. Und dann haben wir alle drei Schlüsse. Ja, aber... Also... Hey, hey, hey! Halt zum Mann! Das ist aber jetzt nicht so fair, Freunde. Das ist jetzt not even fair. Lass mich doch in Ruhe. Okay, wir versuchen ihn mal an am Map-Ende, so am Map-Rand, quasi so ein bisschen lang zu sneaken. In der Hoffnung, dass er uns dann, scheiße, nicht weiter verfolgt, aber er verfolgt uns trotzdem weiter. Ihm ist es schon. Können wir noch Shadow-Step einsetzen? Falsche Taste? Nee, richtige Taste? I don't know. Ist die E oder Q jetzt gedrückt? Ich habe jetzt beides wieder gedrückt, ist mir egal gewesen. Panische Keyboard durchdrücken. Das ist großartig. Aber wir sind erstmal da, wo wir hinwollen. Sind wir drin. Sehr schön, wir haben den dritten Schlüssel. Vielleicht können wir jetzt immer noch mal Shadow Step machen. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch genug Zeugs dafür haben. Meine Güte. Nein. Ah. Okay, uns fehlt da das Hawkweed. Mutter noch immer. Und Hethstone. Throne. Ich sehe Benny jetzt gerade nicht, aber er wird bestimmt. Ja, der Chat sieht hier gerade auch nicht, daher können sie das ja auch nicht so richtig sehen. Burn in Hell stand da gerade? So, geiler Spruch für einen Grabstein. Burn in Hell. What? Oh. Dann muss ich mit dem Abgebrochenen da. Burn in Hell, Witch. Achso. Oh, noch ein umgedrehtes Kreuz auf dem Grabstein. Das ist natürlich auch hart. Ist ja widersprüchlich. Wir machen sowas. Das ist ja aber eine fiese Nummer. So, wo ist denn jetzt hier Johnny? Ja, Johnny. Nein, 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 nicht sprinten, nicht sprinten. Sprinten ist die falsche Überlegung. Wo bist du, mein Freund? Warte mal, musst du nicht nach links? Ja, ja, ich muss nach links. Aber auch links war der andere fiese Typ. Und ich versuche den gerade so zu umlaufen, dass wir ihn nicht unbedingt in die Arme schließen. Also gerade nur so Wehen über uns zu sehen. Was macht ihr? Lauf zur Barrikade! Lauf zur Barrikade, Mann! Da bin ich hier gerade hin. Spam die F-Taste! Spam die F-Taste! Mach ich doch. Aber die Viecher sind alle weg. Alle despawned. Sei froh. Sei froh. Okay. What? Please? Please help. Please help. Vielleicht auch nicht. Ist das ein Hirsch? What the... Da. Okay. Ich dachte, wir wären jetzt durch mit der Demo, aber nein, es geht weiter. Ja, Benny, das ist jetzt... Ach, schön. So kurz so ein Entspannen eingesetzt, ja. Und nein. So ganz kurz so. Kein Abspann, nein. Ich hab die Tür geöffnet, das war alles cool. Aber nein, es ist nicht. Und was machst du jetzt? Wir kämpfen jetzt gegen. Nogatamasen, mach doch nicht so. Also mit dem Hirsch würde ich mich nie anlegen wollen. Ne? Also schon. Nee, bin ich auch raus. Okay. Hört, dass so ein 12-Ender richtig schlecht ausaltert. Das ist, glaube ich, ein bisschen problematisch. Und da noch ein Auge? Nee. Hast du noch was für mich? Irgendwie? Schade. Mach mal nicht so ein Auge. Sind jetzt hier noch weiterhin so eine Tentakelviecher? Oder Spinnenviecher? No! Alter! No, God, please, no! 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 Sehr schön, Vater, sehr schön. No! Ja, sehr. Danke! Danke! Danke!
Ich merke, du hast die 1000 Coffees gut genutzt. Ach, noch Auge mitnehmen, wunderbar. Schön. So, bei so einer Taschenkontrolle muss das auch richtig toll sein. Was ist das? Ein Auge, ein Herz, ein Kopf? Was sind das Gedärme? Was geht? Ist mit dir nicht in Ordnung? Hör doch auf! Wie kannst du mich denn jetzt direkt... Ich bin jetzt unsichtbar für dich. Dann renne, wenn du Shadow Step hast. Dann renn. Ja, mach ich, aber... I don't know. Er ist hinter mir. Obwohl ich alles aktiviert habe, was ich aktivieren konnte. Oder auch nicht? Okay. Aber was ist denn jetzt meine To-Do? Ich habe jetzt die Schlüssel gesammelt, habe die Barrikade geöffnet. Ich habe doch gar keinen neuen Auftrag. Hier das einfach geradeaus weiter. Einfach durch den Schlauch durch. Ja, jetzt also sind ja relativ linear aufgebaut, die Dinger irgendwie. Der Chip hat bloß den Ausgang. Das ist so laut. Ja, weil hinten rechts jetzt irgendwie, glaube ich, was kommt. Keine Ahnung. Ein Zug? Das hört sich an wie ein Zug. Chup, chup. Sowieso. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist der Weg. Das ist der Baum der Vernunft, oder was ist das? Der Baum der Vernunft? Ja. Das ist ja der Baum der Vernunft, Alter. Wie kommst du denn um sowas? Ist mir... Oh. Jetzt, ich weiß nicht, wie hieß denn der Baum bei Avatar? Der Baum des Lebens oder so? Oh, nee, Ewa. Was? Das stimmt. Ewa. Stimmt, wo du sagst. Ja, guck mal, jetzt wird's magisch. Ja, jetzt. The magic. I recognize this melody. It's Highway to Hell. Dass da ganz viele Leichen einfach so am Baum hängen, ist okay, oder was? Das ist ein beliebter Baum zum Aufknüpfen. Oh. Das geht doch auch anders. Ja? Nee, die hängen da nur so ein bisschen ab. Ja. Die hängen einfach nur so rum. Okay. Eine Spieluhr. To Melody from me. Okay. Sind wir Melody? Ich dachte, wir sind Abigail. Abigail, richtig. Entschuldige bitte. Was passiert? Tritt nicht aus dem Pentagramm. Ja, wenn nicht da so ein Viech anspringt, was willst du denn da? Also... Achso, das wäre einfach nur die Spieluhr haben. Melodie. Oh no. Wir haben ihre Spieluhr angefasst. Tja, ihr Lieben, das war Vinificium, die Demo. Okay. Schauen wir mal, wenn's Fullgame rauskommt, bringen wir's oder bringen wir's nicht, Benny? Hast du Bock drauf? Ja, können wir mal reinschnuppern, sagen wir's mal so. Ja, ihr Lieben, das war Vinificium, die Demo. Wenn ihr das Vollgame hier bei uns sehen wollt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.